Konnichiwa, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute etwas verschnupft die letzte Aufnahme aus den Japan-Vlog für Staffel 2. Müssen wir mal wieder hingehen, und zwar aus dem guten Sunshine City, denn da haben wir in Ikebukuro gefilmt und da ist so ein Otaku-Viertel. Man sieht ja schon, wir haben da ein paar Aufnahmen gemacht. Da sind wir hingefahren, um mit den Danny von Tokyo Maniacs ein Video zu drehen. Und an dem Tag war Feiertag, da war fürchterlich viel los. Und es war noch so mit unserer letzten Aufnahme hier. Der Danny, mir richtig cool vor der Kamera post. Nee, war auf jeden Fall ein sehr geiler Dreh und du hast dort wirklich sehr, sehr viele Mädchen gehabt. Und ja, hier hast du Kevin nochmal am Vloggen, der hat vielleicht noch ein bisschen mehr Material. Ich weiß, das Video ist ein bisschen kurz, aber das sind halt die letzten Schnipsel, die ich noch so gefunden habe, die aus dem letzten Tag waren. Beim allerletzten Tag haben wir gar nicht mehr so viel gefilmt und hier, oh, The Crutcher. Ja, und auf jeden Fall, das sind... Das ist ein anderes Otaku-Viertel, da gibt es keine Figuren oder so, da gibt es viel so Buttons und Autogrammkarten und kleine schnuckliche Sachen eher. Da gibt es zum Beispiel auch das Animate und so weiter, da waren wir dann drin. Und hier genau, das gibt es aber auch in Akihabara, da waren wir am Ende des Tages dann auch nochmal. Ja, aber auch wie gesagt an dem Tag war es in Ikebukuro richtig schön, wir sind ein bisschen rumgelaufen, aber wie gesagt, man merkt da den Feiertag, wenn da wirklich viel los ist oder Sonntag ist, da ist richtig, richtig viel Action hier. Das ist nochmal der Animate von vorne, da hat man auch so Gratis-Sticker gekriegt, die habe ich dann direkt drauf getan. Und hier, das ist eine Ampel, an der wir drüber gelaufen sind und das war einfach so heavy, das kann die Kamera jetzt gar nicht wiedergeben, wie viele Menschen da auf einmal gelaufen sind. Und guck, keiner stößt gegeneinander, keiner rempelt sich durch, es hat alles funktioniert. Die Leute waren ein bisschen hier verwirrt, dass ich gefilmt habe, aber das ist, glaube ich, normal. Die Ausländer, ne, die filmen immer bloß. Hier nochmal ein schöner Shot von Ikebukuro, auch mit sehr viel Sachen wie zum Beispiel KFC eben sehr oft vertreten oder Denny's und so weiter, das merkt man da schon. Und mit diesem Ausschnitt findet unsere zweite Staffel zu Japan-Vlog sein Ende. Wir gucken mal, wann es das nächste Mal ist. Und hier seht ihr noch einen Ausschnitt von dem nächsten Video, das dann kommen wird. Und zwar habe ich für 1000 Yen einfach mal so ein Just for Fun Anime Luckbox aus Japan gekauft. Ansonsten, wir sehen uns dann hoffentlich in Staffel 3, wenn es mal wieder heißt, ab nach Japan. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns das nächste Mal. Sayonara, ciao!